Hallo ihr Lieben, mein Name ist David van Scouten und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt zu Odyssey im Auftrag des Königs. Und ich glaube, jetzt muss ich mal wieder... Was war das denn jetzt eben? Gut, okay. Wieder mal so ein kleiner Gag von mir am Anfang. Mehl für die Stadt Uga. Da habe ich natürlich auch mal wieder nachgelesen. Also wir müssen unbedingt, wie es auch schon der Taris und In Vino Veritas mir schon in den Kommentaren geschrieben haben, Plural, dass da hinten, da muss ich die Brücke, also die muss ich dann noch irgendwie befreien. Also das ist sozusagen die Befreiung von, wie hieß das jetzt nochmal? Unsicherer Karawanenweg. Ne, da steht also, der Karawanenweg wird unsicher gemacht und das heißt also, dieses Problem muss ich aus der Welt schaffen und wer doch als Bande, vielleicht komme ich dann an das Mehl ran. Kann ja sein, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall machen wir uns erstmal auf den Weg Richtung Richtung Brücke. Ja, kannst nicht oft genug wiederholen. Brücke. Ja, jetzt stehen wir hier vor der Brücke. Und an dieser Stelle auch nochmal herzlich lieben Dank von Alain Dufont. Ja, Alain Dufont, muss aufpassen, dass ich es wieder nicht falsch sage. Der mir dann gesagt hat, so von wegen, hey, schöne Folge mit den Sklaven, war ja auch eine Odyssee. Und das mit dem Eintrag mit Bruce und dass man den richtigen Weg finden müsste, wird er noch beheben wollen. Ja, jetzt suche ich hier noch natürlich noch die Taktiken, die mir der Herr Taris, bei Herrn Taris muss ich jetzt mal nachgucken, welche Taktiken er mir angeboten hat und die werde ich versuchen, noch jetzt umzusetzen. Ja, unsicherer Karawanenweg und ich habe mir natürlich auch aufgeschrieben, was mir noch alles empfohlen worden ist. Goldschmiedestufe auf die höchste bei dem Schmied lernen, bei dem Halvor, glaube ich, heißt der. Hawk, nee, egal. Noch nicht egal, aber ich werde es später machen. Mein Gott, bin ich heute etwas... gucken wir mal. Höchste Schmiedestufe. Was haben wir denn hier als Schmiedestufe? Also ich habe hier Schmieden einfach nur gelernt und Goldschmieden gelernt. Waffenschärfen Stufe 2. Ja, das werden wir dann alles nochmal später herausfinden oder auch je nachdem, wie viel Lernpunkte, nur 14 ich habe, um daraus dann was machen zu können. Ja, Tic-Tac ist die neueste Taktik. Schauen wir mal, wie wir das dann hinkriegen. Erstmal gucken, ob wir rennen können bei einem... Wieso gucke ich auf den Monitor hier? Das war wieder sowas von klar. Wir müssen mal... jetzt sind wir wieder diesen blöden aus und wieder anziehen. Dann eine bessere Rüstung. Ja, da könnte ich die Nomadenrüstung nehmen, weil die ist eine Stufe unter der... Paladin-Rüstung, hier Ritter-Rüstung. Und ich bin trotzdem wärmegeschützt. Dann, das Prinzip habe ich mir jetzt mal durchgelesen. Ist eigentlich simpel und in der Theorie einfach. Das heißt, also, wenn wir erst als erstes mal unseren Bogen mal mit etwas besserem ausrüsten als mit, Quatsch, hier bist du. Ich denke immer, blau wäre gerade eben Giftpfeil, geschärfter Pfeil. Feuerpfeil. Machen wir erstmal das. So, gespeichert. Und jetzt geht's los. Also, ich versuche erstmal ganz schnell zum Linken. Haha, ihr seid lustig. Ich mach dich fertig. Ja. Oh, die prasseln wie die MGs auf mich ein. So, hinten. Linkes Zelt. Deckung gefunden. Und jetzt? Jetzt. Oh, 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 oh. Okay. Ja, wenn ich nämlich hier hinter der Deckung herausgehe, dann scheppert's wieder hier. Pfeile, ist doch logisch. Und da hinten ist auch noch einer. Der ist ja gemein. Okay. Aber der Ansatz ist gut. Der Ansatz ist gut. Man muss es ja auch mal ausprobiert haben. Also, rennen. Nicht laufen. Rennen. So, hier ist noch keiner. Warten, bis das hier alles rumgerendert ist. Ich habe keinen Bock, dass es da irgendwie mal so hakelt. So, jetzt los. Oh, der ist schon
mit einer Dings, mit einer Waffe bewaffnet. Das heißt also... Oh, das kommt gleich. Oh nö, das ist doch Mist. So, jetzt mache ich es anders. Ich renne jetzt einfach mal durch, damit ihr auch sehen könnt, wie viele Pfeile da eigentlich wirklich abgeschossen werden. Ich mach dich fertig. Einfach mal ab durch die Mitte. So, mach mal. Ah, shit. Aber hat mich so keiner getroffen. Da hinten steht noch einer, den lasse ich erstmal außer Acht. Und da dürfte hinten auch noch einer stehen. Oder nicht? Okay, jetzt haben wir es so gemacht, dass wir erstmal hier ab durch die Mitte sind und speichern uns erstmal ein. Dann gucken wir mal, ob wir den Einzelgänger da hinten mal an uns heranlocken können, der wahrscheinlich auch mit Bogen kommt. Ja, der wird da sowieso den Bogen ziehen wollen. Ich mach dich fertig. Ja. So, steck den Bogen mal weg. Wichtig. Und du bist jetzt kaputt, Nick. Dafür kann ich seinen blöden Eschenbogen hier nehmen und ihn beklauen. Was für Pfeile hat er? Nur normale Pfeile. Ja, speichern. Ja, und dann gucken wir mal. Der hat den Bogen gezückt. Der eine steht mit dem Rücken zur Wand. Oh. Okay, das wird wohl nichts bringen. Das heißt, werde ich jetzt von hier aus versuchen, mal dann die Deckung zu nehmen. Hier mal schön an die Wand laufen. So. Ja, ja. Ich speichere erstmal noch. Das ist auch ein Tipp gewesen. Dann wollen wir mal gucken, wie weit das aussieht. Ob er... Aha. Gut. Dass er dann alles wieder... Okay, guck mal, guck mal, guck mal, guck mal. Oh nee, das wird doch nichts. Das sind so viele, die auf mich zukommen. Guck mal, von hier oben sogar. Wow. So. Ja, okay, jetzt kommen sie von allen Seiten. Kommen viel zu viele. Das ist doof. Das läuft so nicht. Das läuft leider nicht so wie Iwui. Seid ihr fertig? Oder ich hole sie nochmal raus, indem sie... Hier, er hier. Er hier, als Wüstenräuber. Als Wüstenräuber verkleidet. Okay, ein bisschen zurück. Oh, ein bisschen zurückgehen. Die anderen außer... Ja, ihn hier herausziehen. Ja, so könnte man das machen. Genau so. Ah, probieren geht über studieren. Okay, bleibe ich jetzt hier bei der Masche? Natürlich bleibe ich hier bei der Masche. Und ich werde natürlich nicht sagen, ach, die mache ich mal eben im Off. Das mache ich nicht. Hinter mir ist noch einer. Hinter mir ist noch einer. Dann gucken wir mal, ob wir den meucheln können. Na, ich möchte ganz gerne, vielleicht kriege ich die Folge ja auch ein bisschen schneller beendet, beziehungsweise die Wüstenräuberkillungen schneller beendet, ich weiß es nicht. Ich habe jetzt hier brutto 10 Minuten aufgenommen. Nee, das geht, das geht, das geht, das geht. Meuchel, Roland, hau zu. Super. Noch nicht mal irgendwie einen Schlag abgekriegt von dem. Ja. Das ist gut. Dann gehen wir mal aus dem Schleichmodus wieder raus. Schleichdicke. Und jetzt versuche ich es mal mit dem, mit der Deckung da. So schön hier an der Wand entlang gehen. Damit die linke Schwadron nicht... von mir... Ui, ui, ui. Die haben mich nicht bemerkt. Schön speichern. So, und jetzt versuche ich halt eben ein bisschen nah ranzukommen, vielleicht auch im Schleichmodus. Irgendwo ist ja mal der Radius der Erkenntnis der Wüstenräuber. Bin ich dann drin in dem Radius? Wenn die dann... Okay, das ist jetzt hier gewesen. Gut, aber dafür kommen sie schon wieder alle aufeinander. Speichere ich mal ab. Lade neu. Das werde ich auch jetzt mal abschneiden. Beziehungsweise die letzten Sekunden des Neuladens nochmal hier anzeigen. Und dann schauen wir mal,
was dann passiert, wurde es mir auch empfohlen. Also man weiß natürlich nicht, was dann genau passiert. Mal reagiert Gothic so oder mal so. Das wissen wir nicht. Weiß es selber auch nicht so genau. Ah, die bleiben da. Die bleiben da, die bleiben da, die bleiben da. Ansonsten. Gucken wir mal eben. Ah, okay. Nee. Oh, da haben aber viele die Dings gezogen. Okay, weg. Einen habe ich schon genatzt. Das wäre jetzt doof. Jetzt werde ich mal ganz schnell was trinken. Oh, weia. Hilfe! Nee, das bringt auch nichts. Bloß weg hier. Ja, jetzt... Oh. Space Invaders. Es hagelt Pfeile hier, meine Herren. Okay, trinken und abspeichern. Sollte es funktionieren, dass ich das Ganze vielleicht eventuell nochmal so mache, als erstes hier wieder mal hier hin. Sicherheitshalber mal hier auf den Felsen klettern. Willst du da nicht hoch? Ja, doch, das geht. So, von wo aus habe ich hier gute Übersicht? Hier. Also wenn ich jetzt mich da oben hinstellen würde und die von oben, dann ist doch dull. Dann klappt das nicht. Okay, hier ist noch ein Säbelchen. So. Großer Feuerball jetzt. Schauen wir mal, was wir damit erreichen können. Okay, werden alle wieder wach. Es hagelt wieder Pfeile. Ja, ja, wenn ich mich sichtbar mache. Oh, ja, okay. Aha. Na, guck mal an. Okay. Einer muss doch irgendwie um die Ecke kommen. Aber dafür kommt er hier. Ja. Oh, weia, das ist nicht gut. Okay, der. Und abhauen. Jo. Aua, aua. Okay. Gluck, gluck, speichern. So, ich kann mir gut vorstellen, dass wenn ich... Nein, dass wenn ich wieder zurückkomme, dass... Ah ja, das war wieder klar. Jetzt muss ich mal gucken, dass wenn ich wieder zurückkomme, dass der Wüstenräuber, der meinen Feuerball abgekriegt hat, meinen großen, dass der sich wieder regeneriert hat. Das war also ein verballerter Spruch. So, jetzt setzen die sich alle wieder hin. Und, ja, toll. Was auch ein weiterer Nachteil ist, die ich umgenippelt habe, die Leichen liegen nicht mehr hier, sodass ich sie nicht mehr looten kann. Das ist nicht gut. Aber der da hinten an der Brücke, der liegt immer noch vom Vor. Ach, weiß ich, wie viele Folgen. So, hallo, Reaktion bitte. Reaktion. Aber hier habt ihr doch immer reagiert. Gut. So. Mal hier ein bisschen Abstand wahren. Okay. Jetzt müssen die nämlich eigentlich mal direkt. Okay, kommt doch mal rum. Alter, das ist ein ganz Zirrle. Raus aus der Gefahrenzone. Jawoll. Dabei ist es wieder einer weniger. Dafür looten wir ihn mal ganz schnell hier. So, und die bleiben da noch. Okay, speichere ich mal ab. So, denn desto weniger es werden, umso exponentiell runter geht die Gefahr, von Leuten getroffen zu werden. So, gut. Ach ja, schau mal. Okay. Ist dann wieder einer dabei, der da von oben wieder runterknallt. Denn die sind ja so klasse, dass die schon im Runterspringen schon anfangen zu schlagen.
Ah, hier habe ich keinen zu treffen. So, da ist er wieder. Da ist er wieder. So. Komm, mach dich putt. Ja, oh, da ist einer. Okay, den looten wir mal gleich. Nein, so doch nicht. Alter. Schnell was trinken, trinken. Da oben ist der Krunk, Trunk. Schnell was trinken, trinken, trinken. Ja, und speichern. Sodele, jetzt brauche ich mich gar nicht mehr zu... Da ja, okay. Ist nicht zu holen. Nicht mehr wegrennen. Jetzt brauche ich einfach nur warten, bis die dann versuchen, irgendwie aus dem Zelt zu kommen. Nicht wahr? Und manchmal ist einer hier, der beult die Zeltdecke so aus, weil er nicht weiß. Los, komm. Zeig mich mal ein bisschen. Der kommt einfach nicht. Aha. Der nimmt Abstand, damit er schießen kann. Ah, das ist einer, der hat so eine gefährliche Kappe an. Die Sonne habe ich sozusagen von der Seite im Rücken. Das heißt, also ich könnte sehen... Okay, ich könnte sehen, ob dann hinter mir noch einer wäre. Nicht zu holen. Weil er dann einen Schatten schlägt. Nomadenschwert. Yeah. Super geil. Ohne zu trinken. So. Okay, auch das ist erledigt. Da kommt gleich einer hinterher. Wo ist weg hier? Ein bisschen Abstand nehmen. Ja, das ist eine gute Tick-Tack-Tack-Tick-Tock-Tick. Tock-Tock. Super. So, irgendwie noch Gefahr hier. Nicht zu holen. Nichts zu holen. Der nächste Wüstenräuber, bitte. Den wir looten. Können. Und hier. Da ist auch nicht zu holen. Auch nicht zu holen. Da ist nicht zu holen. Auch nicht, aber der hier. Der hat auch noch ein bisschen was. Jetzt muss ich mal wieder trinken und speichern. So, wie viele sind denn noch übergeblieben von den ganzen... Ah, da hinten ist einer. Da hinten ist einer. Guck, guck. Hier, ich bin. Okay, er versucht auch wieder den... Nein. Ja, ich habe mich gerade eben mit mittleren Wundzauber geheilt. Siehst du? Gleich zugeschlagen, während er runterfällt. Wunderbar. So, wer bist du? Okay, du bist es. Na, er hat ein Tränkelchen. Wo ist sein Schwedge? Schwedge? Wohl nicht. Doch, hier ist es. Gut. Ja, abspeichern. Ja, so zerbröselt dann der Keks bei den Wüstenräubern. Da ist einer. Bist du der Letzte oder das Letzte? Ja, gut, okay. Schwund ist immer. Husch. Oh, ein beschädigter Schild und ein Nomadenschwert. Und wieder mal speichern. Heilin. Heile, heile Gänschen. Was? Ach, das ist der Räuberhauptmann. Okay. Da ist nicht zu holen. Das ist der Räuberhauptmann. Den habe ich gar nicht mitgekriegt, dass wir den hier genatzt haben. So, wer ist denn noch? Wer ist denn noch hier? Am lebenden Objekt. Hier noch einer drinne? Oh, nee. Okay, jetzt gehen wir erstmal zu denjenigen hin, die wir noch looten können. Ja, jetzt habe ich natürlich alle meine Speicherslots belegt. Hier ist keiner. Und ich habe keinen Questeintrag bekommen. Elixier der Geschicklichkeit. Wow, hier ist ein Zeug. Hier gibt's ein Zeug, Leute. Ja, vielleicht kommt jetzt der Eintrag erst später, ich weiß es nicht. Weil das ist ja hier die Quest, unsicherer Karawanenweg. Gucken wir nochmal nach. Ja, hier ist nichts drin. Ist das denn jetzt normal, dass hier offensichtlich alle getötet sind? Nee. Nicht zu holen.
alle getötet sind, aber noch kein Questeintrag kommt, dass ich die jetzt hier über der Schlucht vernichtet habe. Ich werde mal speichern und neu laden. In der Hoffnung, dass verloren gegangene Wüstenräuber sich wieder an der Ursprungsstelle positionieren, respektive spawnen. Jetzt mach hin. Ja, so. Dann schauen wir mal. Gehen wir mal schauen, geh. Suppe. Auf jeden Fall schweben sie erstmal und kommen runter auf den Sack, auf den Boden, meine ich. Ja. Aber auch lustig. Die bleiben alle liegen. Und die, die ich zwischendurch mal eliminiert habe, die sind alle weg. Das heißt also, auch der Räuberhauptmann ist weg. Und die anderen sind auch weg. Ja, was ist jetzt hier los? Oder da hinten sind noch welche. Kann ja auch sein. Glaube ich nicht. Weil das waren ja Zweier, wenn ich von der Seite gekommen bin. Ja, hier, der liegt noch rum. Da ist nicht zu holen. Und sonst... Gucken wir mal hier mit dem Pfeili und Bogi. Ja, einen fetten Panther. Mhm, schön. Also hier gibt's wieder Gefiech. Machen wir den Panther auch mal weg. Na los. Okay. Jo. Das heißt, was heißt denn das jetzt? Gibt es hier noch mehr Zeug? Sicherlich. Gut, wenn ich da jetzt wieder zurückgehe, ich kriege den Questbucheintrag nicht. Vielleicht. Vielleicht. Moment mal, wo war Hassan? Hassan war in Amana, ne? Vielleicht, wenn ich zu Hassan mal wieder eine Gesprächsoption öffne. Nein, so doch nicht. Alarm! Ja, schöne Schitte. Ach ja, ich habe vorher nicht gespeichert, oder? Habe ich. Nicht vom Panther habe ich gespeichert. Okay. Ach ja, Doofheit muss bekleidet werden. Und zwar mit einem... Assassinen-Rüstungskrams. So, speichere ich mal. Dann schauen wir mal hier, ob wir jetzt wieder normalen Status in Amana bekommen. Ja, sieht gut aus. So, der Hassan dürfte dann hier um wie viel Uhr? 17 Uhr, also nachmittags hier auf seiner Bank sitzen und sprechen ihn jetzt mal an. Kann ich jetzt etwas von dir lernen? Du hast eine Menge für uns getan. Na schön. Ich könnte dich im Einhand- und Zweihandkampf ausbilden. Allerdings zahlst du mir dafür etwas Gold. Aha. Ja, etwas. Was ist denn bei dir etwas? Ich brauche Training. Was genau willst du trainieren? Einhandwaffen, okay, und Zweihandwaffen, gut. So, ansonsten gibt's keine andere Option. Hä? Hey. Blöd. Okay, jetzt werden wir mal nach Uga fetzen. Ja, okay, hat ein bisschen gedauert, weil ich habe auch wieder einen Eintrag und einen Tipp bekommen. Und ich meine es im Schnitt auch gesehen zu haben, denn da, wo es die Treppe runterging, und zwar zu Tatarons Kiste, ne, also die Kiste da, wo ich dieses 1000 Gold gefunden habe, muss ich nur wissen, wo das war. Wo war das? War irgendwie um die Ecke?
Sotaris, also, du meinst also bei der einen Folge 4 Minuten 6, dass im Regal noch ein permanenter Trank zu finden wäre hier in diesem Raum? Nö. Irgendwie nicht so. Schade. Die habe ich alle geknackt. Okay, das hatten wir schon mal. Das hätten wir jetzt auch geklärt, ne? Gut, auf Anraten. Auch wieder eines netten, lieben Zuschauers. Da werde ich mich ja mal wieder zur Küste von Patara beamen. Und am besten nicht mit der Assassinenkleidung, sondern mit meiner Ritterrüstung hier. Gucken wir mal, wie spät es ist. Habe ich eventuell 18.36 Uhr. Geht das? Geht was zurück? Nö. Ich werde wieder zurück zum Schiff segeln oder mich hinbringen lassen vom Ernst. Hier. Okay. Bring mich zum Schiff. Bring mich zum Schiff. Weil es geht sofort los. Goldschmiedestufe lernen und bei Wulf erstmal vorbeischauen. Vielleicht hat er noch etwas bessere Trinkel. So, bist du der Hawk? Ja, Hawk heißt er, richtig. Kannst du mir zeigen, wie ich Erzwaffen schärfen kann? Kannst du mir beibringen, wann man Pfeile herstellt? Über das Schmieden von magischen Erzwaffen, sie sind zum Zubehör zum Schmieden auch. Moment mal, was war... Ich will mehr über das Schmieden von magischen Erzwaffen wissen. Ich glaube, jetzt habe ich mich selbst übertroffen. Ich habe zwei Schlachtklingen entworfen. Aha. Das ist das Beste, was ich bisher gesehen habe. Was heißt das? Schwere Erzschlachtklinge schmieden. Erzschlachtklinge kosten 10 Lernpunkte. Schwerer Erz-Zweihänder, Erz-Bastardschwert, Erz-Zweihänder, Langschwert. Okay, das hat mit Goldschmieden irgendwo nichts zu tun, finde ich. Was war denn das jetzt nochmal? Bolzen herstellen, wie sieht's über das Schmieden von magischen? Nö. So Goldschmiedestufe wüsste ich jetzt nicht, wo man das noch erweitern könnte. Vielleicht könnt ihr mir das ja in den Kommentaren dann sagen. Vielleicht ist das irgendwie so eine Untergeschichte. Das kann ja nicht ewig so weit. So, und Wulfias. Grüß dich, hey. Lange nicht mehr gesehen. unterweise mich, ich möchte meine Lebensmanakraft steigern. Welche Rezepturen in Spruchrollen erschaffen? Gucken. Unterweise. Kleiner Feuersturm. Blitzkosten, mittlere Wunden heilen, Schlaf, Lichtkost. Das kenne ich doch alle schon. Muss ich nochmal nachgucken, was denn der Alon gesagt hat. Denn er sagte, hey, ich sollte bis zum vierten Kreis lernen, um gute Spruchrollen gegen Verdochas Wüstenräuber zu erstellen. Oh, Moment mal, das ist jetzt, da war ich jetzt ein bisschen wieder zu schnell. In welchem Kreis bin ich denn? Ich bin doch nur im dritten Kreis. Wie kriege ich denn jetzt den vierten Kreis hin? Hey! Ich habe was anderes gehört. Mana-Kraft steigern? Ich möchte meine Mana-Kraft steigern. So, 25 Lernpunkte oder 5 Lernpunkte. Auch da habe ich vergessen, wie das geht. Selbst ist er nicht darauf gekommen. Oh, shit. Ach ja. Okay, jetzt sind wir hier noch wieder auf der Albatros. Und ich würde sagen, dass wir jetzt mal für diese Folge schließen. Aber ich habe da noch was in eigener Sache. Bitte hört mir nochmal zu. Und zwar komme ich einfach nicht weiter. Ich würde ganz gerne mal streamen wollen, also über Twitch und so. Und ich kann das nur bedingt. Ich benutze dieses OBS-Studio und die Verbindung mit dem Login klappt nicht. Ich kann zwar einen Stream-Schlüssel eingeben und kann sozusagen auch sofort loslegen mit dem Stream, aber ich kann mir meine Docs oder zum Beispiel einen Chat nicht im Stream anzeigen lassen, weil da kommt OBS irgendwie nicht durch, ran oder sonst irgendwie was. Mit der Firewall hat es nichts zu tun, mit dem Virenscanner hat es auch nichts zu tun. Ich komme nicht weiter. Vielleicht kann mir einer helfen oder was dazu sagen. Also, wir sehen uns morgen, denn morgen ist Freitag, wenn ihr es heute auf Donnerstag guckt. Bis dahin, ciao, macht's gut, einen Kommentar und einen Daumen.